Wer wissen will, wie man einen Patienten auf einem Schiff zusammenflickt, der muss aufs Wasser. Wie kommt man mit Nadel und Faden auf schwankenden Planken zurecht? Wie mit Wiederbelebungsgeräten in den engen Gängen eines fahrenden Segelschiffs? Das Krankenhaus Düren hat sich zur Aufgabe gemacht, Ärzten diese Praxiserfahrung zu vermitteln, die sie meistens in ihrer normalen medizinischen Ausbildung nicht erhalten. Der ärztliche Direktor, Professor Dr. Stefan Schröder, hatte zu einem Segeltörn aufs Eiselmeer mit 6 medizinischen Workshops zur maritimen Notfallmedizin eingeladen. Mehr als 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden den Weg ins holländische Enkhuizen. Auf dem 62 Meter langen Dreimaster Mare van Vrijslaan bei Sonne und Windstärke 4 konnten die Notfallkenntnisse praxisnah vermittelt, erweitert oder auch vertieft werden. Also fangen wir nochmal neu an, ja? Ich denke, wir haben ja da eine Madame mal reingetan. Unterkühlte Patienten stellen an Helfer und Ärzte besondere Herausforderungen, bieten aber auch besondere Chancen bei der kardiopulmonalen Reanimation. Nicht selten müssen die Helfer umdenken und improvisieren. Das ist das Karnevalskostüm meiner Frau, Entschuldigung. Also. Ja, wir gehen einmal zum Material. Ja, hier vor. Gut, so, sehr gut, ja. Sie halten schon ein bisschen Abstand, ist ja nass, ne? Jetzt gucken wir mal, ob die EKG-Elektroden kleben. Das ist nämlich die Nummer. Ne? Ja. Ne, Zeit läuft, ich wollte nur sagen, ne? Zeit läuft. Also, EKG-Elektronen haben schon mal nicht. Ne? Jetzt ist das natürlich ist Kunststoff, klar, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir nass sind, Haare, da geht gar nichts. Ne? Also schwierig. Ne? So, jetzt, wir haben EKG dran, ihr habt festgestellt, Nulllinie, einer fängt an zu drücken. Ja, können wir machen. Ne? Da ihr das nicht kennt, zeige ich euch das kurz. EKG-Elektroden haften in der Regel am nassen Körper nicht, weil die Lebensrettung an Bord insgesamt unter sehr erschwerten Bedingungen stattfindet, kommt jetzt Lukas als bewährter technischer Helfer zum Einsatz. Okay, dann wird der justiert, der Pömpel, hier drauf. Und dann kann man wählen 30-2 oder kontinuierlich. Das kann man mit dem machen. Und dann geht's los. Okay. Oben wäre dann das Atemwegsmanagement. Da kann man nochmal kurz stopfen, intubieren, fertig, Tubus sitzt, weitermachen. In der Zwischenzeit Zugang, sprich ECIO. Eine andere Möglichkeit hat man. Intraossäre Zugänge für die Medikation sind nicht der Regelfall in der klinischen Notfallversorgung. Bei der Rettung aus dem Wasser sind sie von großem Vorteil als multifunktionaler Zugang, auch für die Medikation. Man muss sie üben, um sie zu beherrschen. Und dann hat man zumindest einen kleinen Intraossären Zugang. Auch dazu gibt es Videos, sehr martialisch. Ja, und in der Mitte sitzt die eigentliche Nadel. Wichtig ist halt, man soll niemals direkt an die Nadel des Nadelsystems anziehen, sondern immer diese Verlängerung nutzen. Die ist in dem Set übrigens auch mit zwischen. Und ansonsten, wenn du in der Klinik bist, das ab. Ups. Das ab und dann kannst du noch üben, das aufzudrehen. Zum Blutverschluss sind Blutkleber mit Cyanacryl oder so. Das hier ist eher was für die. Kleine Chirurgie auf hoher See ist hier von einem Arzt und passionierten Regattasegler zu hören. Die vermittelten Praxiserfahrungen sind eine große Chance für die Teilnehmer der Fortbildung. Egal, ob du jetzt nicht mit 4 Stichen oder das Ding einfach reinpust. Vorsicht, die Nase, die Pickel, ich habe mich schon dreimal gestochen.
Ich mache jetzt auf jeder Seite einmal auf hier tiefgreifend durch. Nee, ich mache keine Tabaksbeutel mehr. Kann man machen, muss man aber nicht. Noch einmal da durch, immer tiefgreifend und ohne die Hände auf der Nase zu zerstechen. So. Jetzt macht man. Echte Schweinehälften, wie sie hier präsentiert werden, sind fürs Lernen der Anlage von Thoraxdrainagen und dem Nähen von frischen Wunden von großem Vorteil. Auch auf schaukelnden Schiffen. Also nicht in dieses matschige, weiße Fettgewebe, sondern im oberen Teil. Ganz knapp. Weiter vorne packen. So. Da wieder durch. Lass ihn noch fest. Ja, dann machst du hier nochmal so drumrum. Machst du einen Luftknoten und dann zwei, dreimal hier drumrum und dann machst du. Ja, kann ich. So. Und am besten danach auch nochmal probieren, ob es wirklich. Genau, ob es dann wirklich fest ist. Ne? Ja, einmal genau. Wichtig ist, oberhalb der Rippe. Und jetzt? Frontzange würde man nehmen und würde dann fest. Dann und jetzt? Aufmachen? Und dann hier. Der Hand beispielsweise und der Hand dann trotzdem irgendwie führen. Zieh, dann durch. Alles, was so Metall ist, ist in Thorax gefährlich. Dann muss ich noch einmal anders sprechen. Also, Vorhängen hier haben die das hängen. Das ist eine schwimmfähige Leine, die geht nicht unter, die kann dann auch dementsprechend nicht in den Propeller oder so geraten, das ist ganz toll. Und die kann ich einfach. Das Retten und Versorgen von Patienten an Bord eines Schiffes bedeutet viel mehr improvisieren. Dabei muss man auch wissen, welche Rettungsmittel, die jeder RTW mitführt, schwimmfähig sind. Wichtig ist, dass sie Distanz zwischen sich und diesem Menschen schaffen, der in Not ist. Wenn der sie zu packen bekommt, der zieht sie unter Wasser. Wichtig ist dabei, Stiefel bitte ausziehen, ja, weil das ist meistens, was runterzieht. Dann wäre es ganz toll, wenn man sie zurückziehen lassen könnte. Das heißt aber auch, dass ich niemals zu zweit in so eine Situation reingehe, dass irgendeiner einen Unfall haben. Wer möchte es mal ausprobieren? Ich helfe. Ja, dann bitteschön. Gut, dann erkläre ich dabei kurz, was es macht. Am besten mal seitlich knien. Das ist sowieso jetzt die sicherste Position hier. So, wir messen als erstes ab. Und zwar messen wir ab von Schulter bis zum Kinn. Und da die Anzahl der Finger. So, jetzt mach das mal eben. Wasserrettung wird in der klinischen Ausbildung in der Regel nicht gelehrt. An Bord ist es zudem eng. Man muss im Gedränge mit dem Spineboard klarkommen. Also jetzt, ne? Siehst du hier vorne? So, ganz groß. Das kannst du hier, wenn du das aufziehst, verstellen. Ihr habt genug Dings. Dann nimm das Gelbe auf Höhe des Beckens. Ja? Ihr habt ja genug halt von diesen Teilen. So, okay. Genau. Eigenen Umfeld bereit hat, halt eine entsprechende Ablaufsituation im Kopf festzusetzen. Das hilft dann alles auch noch schriftlich, was man macht, wenn die eine Situation nicht funktioniert. Dann sollte man den Tubus vorher prüfen, ob der auch funktioniert. Das heißt, man geht hin und macht einen Test, ob der Gaff funktioniert. In der Zwischenzeit checkt man dann mal das Laryngoskop, damit also auch die Lampe funktioniert. Airway Management bei Wind und Wetter. Dieser Workshop lehrt das Intubieren bei hypothermen Patienten. Und ich habe den Patienten intubiert. Ja? Und das möchte ich, dass Sie das alle machen. Warte, ich tue immer nur weiter drei. Ja, wunderbar. Ja? Hat geklappt? Super. Sehr gut. Vielleicht mal ein bisschen drücken. Also da ist es wirklich ganz wichtig zu schreiben, wie tief war der Taucher, wie lange war er und wenn er das sehen kann und so weiter. Ist es zu einem Vorfall gekommen, dass halt irgendwo an dem Gerät etwas defekt war oder war es halt an dem. Wasserunfälle und Todesfälle im Wasser nehmen tendenziell zu. Die Aktivitäten von Tauchern unter Wasser
erfordern eine Menge Spezialwissen. Hier wird den Fortbildungsteilnehmern realitätsnah vermittelt, dass man vor der Rettung Verunglückter nicht Angst haben muss, wenn man bestimmten Regeln folgt. Der zweite Tauchgang, der war auch super, ne? Aber dann beim Auftauchen, die Kraft habe ich schon überprüft, wenn sie einmal mit den Zehen wackeln. Ja, aber das tut dir so weh, das Bein, das geht gar nicht. Das, das war aber auch beim letzten Tauchgang schon ein bisschen rot geschwollen, hatte ich gesehen. Ja, ich weiß nicht, das tat so weh einfach. Okay, wir haben wahrscheinlich schon einen Körperkulus im Fest, das ist wahrscheinlich auch das Gas, das ausgetreten ist. Wir brauchen auf jeden Fall adäquates Rettungsmittel. Wir müssen in die Klinik, bitte verständigen Sie, ein adäquates Rettungsmittel, ein Rettungswagen für einen verletzten Taucher. An der Fortbildung in maritimer Notfallmedizin nahmen Anästhesisten, Orthopäden, Chirurgen, Notfallmediziner, Rettungsassistenten, Intensivschwestern und Pflegekräfte teil. Einen Tag lang war ein ganzes Krankenhaus unter vollen Segeln, zum Segen zahlloser Patienten.